subscribe. Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Wie ihr wahrscheinlich seht, ist der neue Park da. Und ich dachte mir, wir schauen uns das einfach mal gemeinsam an. Also das, so schaut das Ganze mal aus. Ich wusste nicht, dass das ein Gebäude sein wird. Oder ich dachte, es ist einfach nur eine Welt, wo man hingehen kann. Aber nein, es ist, du kannst deinen eigenen Park machen. Ist das nicht voll cool? Schau dir mal diesen fetten Baum da oben an. Und Fahrräder, endlich haben sie Fahrräder. Ich muss sie nicht mehr aus der Welt klauen, sondern sie sind da. Wie cool ist das denn? Okay, na gut. Dann haben wir hier so Gebäude, Hintergründe. Ich meine, es schaut so cool aus. Das wird so cool sein. Ich muss das unbedingt in der nächsten Story gleich einbauen. So schaut der Park dann aus und so kann man ihn machen. Also gut, kaufen wir es mal. Es kostet 1,99 €. Kaufen wir es. So, das Update ist gekauft. Und jetzt können wir anfangen zu spielen. Bauen wir es mal hier hin. So. Ich bin schon richtig aufgeregt. Was denkt ihr? Wird dieses Update cool? Und so schaut die Welt jetzt aus. Okay, wir haben hier mal einen Eingang, den man aufmachen kann. Dann haben wir... Oh, aha, da ist ein Boot versteckt. Interessant. Dann haben wir hier eine Hauswand. Oh, wie schön. Das ist echt schön gemacht. Ein Park. Endlich einen Park, den man selber bauen kann. Ah, da kann man an dem Wasser eine Blume bewegen. Dann haben wir hier eine Brücke. Und das war's. Ich muss sagen, eigentlich keine kleine Welt, aber irgendwie kommt es mir so klein vor, weil der Park halt so klein ist. Aber das wird sicher cool. Okay, dann wisst ihr was? Bauen wir gemeinsam einfach mal. Ich kann nicht aufhören, zur Welt herumzuschauen, weil ich finde, ich will jedes Geheimnis. Ich drücke überall hin und will jedes Geheimnis wissen. Aber bauen wir mal eine Welt, okay? Und nein, vorher zeige ich euch natürlich noch, was alles Neues ist in diesem Paket, okay? Wir haben drei neue Graffitis. Die Ente, die Blume und den Frosch. Eine Trinkflasche ist neu. Und auch ein paar Getränke hier. Also all das hier oben ist eigentlich neu. Dann, oh, neue Desserts. Oh, cool. Okay, dann haben wir Marshmallow Chips. Okay, wow, cool, schön. Dann haben wir neue Tassen. Ein Teller, eine Schüssel. Ein Tisch. Das ist wahrscheinlich so ein Gartentisch für draußen. Dann neue Stühle. Hier. Oh, schau, ein Blumen. Oh, wie schön das mit den Rosen. Wow. Das ist auch eigentlich ganz nett. Okay, das war aber alles. Bei den Blumen sicher urviel. Oh, urhübsch. Wow. Oh, boah, das wird für die Hochzeit verwendet. Wer auch immer heiratet, wer auch immer Betoka Toast als nächstes heiratet, der bekommt das. Dann hat man das hier für oben. Das hier auch für oben. Warum man das nur oben hingeben kann, finde ich ein bisschen doof, aber okay. Oh, wie hübsch. Das ist schön. Bei dem Sofa haben wir das hier neu. Die Liegematte, die Bank und die Steinbank. Auch sehr hübsch. Dekoration. Oh, wow, endlich ein Hochzeitsding. Eine schöne Herz. Wie heißt das? Ringhülle. Dann haben wir die zwei Poster für wahrscheinlich, wenn man einen Shop macht. Ein Menü. Das finde ich cool. Aha, ein paar Zettel. Also so eine Zeitung. Duck bite me. Ein Ent hat mich gebissen. Ein Liebesbrief. Auch sehr hübsch. Okay, der Rest ist nicht neu. Dann haben wir hier ein Frisbee. Schachbrett. Ein, wie heißt das? Leute, könnt ihr mir sagen, wie das in der Mitte heißt? Ich weiß, das Gelbe ist ein Frisbee, daneben ist ein Schachbrett. Aber wie heißt dieses Teil in der Mitte? Mir fällt es einfach nicht ein. Ich werde verrückt. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie das heißt. Ah, die Fahrräder. Die Fahrräder sind cool. Endlich. Ich glaube, dieser Mistkübel ist neu, oder? Dann hat man hier so eine Duckstatue, eine Lampe, zwei Lampen. Was ist das denn? Oh, ein Picknick, wie cool! Ein Brunnen, also ein Brunnen, wo man Wasser trinken kann. Eine Froschstatue, Blumen. Das finde ich eigentlich alles sehr schön. So eine, wie heißt das, Vogelwanne. Dann hat man hier auch noch eine Statue, eine Brücke, eine Lampe. Boah, noch mehr Springbrunnen. Ein Shop-Auto, wie cool. Und noch einen kleinen Shop-Anhänger. Das ist schön. Boah, das in einem Garten zu haben, ist sicher hübsch. Oh, schau mal, ein Zaun. Cool. Oh, der ist auch sehr schön. Wegweiser. Eine Schaukel. Das ist cool. Aber Schaukel haben wir eigentlich schon gehabt, oder? Das finde ich nicht so schön. Da finde ich das andere schöner, was sie haben. Das da einfach. Und dann nehmen wir einen Tisch. Dieses Gelb finde ich gerade... Ja, voll, hier ist die Schaukel. Das Gelb finde ich halt nicht so schön, aber eigentlich trotzdem cool. Oh, hier fürs Wasser auch gewisse Sachen. Cool. Oh, die Blume ist auch sehr schön. Ah, für einen Steinweg kann man machen damit. Noch einen größeren Steinweg.
Keine Ahnung, was das ist. Das sollte doch ein Blumenbeet sein, aber warum ist das braun? Schau mal, Blumen am Boden. Wow, wie schön. Diese Blumensträucher auch urschön. Wow, oh, das taugt mir alles sehr. Ja, wirklich schön. Und dann die Bäume. Oh, schau mal, die Felsen dann cool. Cool. Eine Schnecke. Dann einfach ein paar Büsche. Einen urschönen Baum. Aha, okay, das ist auch interessant. Oh, wow, diese Kirschblüten. Urschön. Boah, dieser fette Baum. Oh, bist du wahnsinnig, der ist ja richtig fett. Schau, ein lila Baum. Und ein Blumenbaum. Also, wie man merkt, boah, der ist schön. Ich bin richtig begeistert. Der schaut aus wie die Peitschen der Weide von Harry Potter. Wer von euch liest Harry Potter oder hat Harry Potter gelesen? Ja, ich glaube, das war's auch schon. Ja, das war wirklich alles. Gibt's neuen Boden auch? Achso, ja, Felsen und Blumen und so. Und hier auch einfach nur Gras. Gut, ich würde sagen, ich lösche das alles mal. Und wir werden... Ich werde mal alles löschen und dann machen wir einen schönen Park für uns. Vielleicht können wir auch machen, dass der Luca mit der lieben Lina zusammen hier spazieren gehen am Ende dieser Episode. Einfach nur so, oh, sie gehen zusammen spazieren und dann fragt er sie, ob sie seine Freundin werden will. Das werde ich machen. Er hat ein Picknick geplant für sie beide, einen romantischen, und dann fragt er sie offiziell, ob sie Boyfriend und Girlfriend sein wollen. Ja, das werde ich machen. Am Ende dieser Episode passiert eine, am Ende von diesem Video passiert eine kleine Episode mit den zwei. Gut, na gut, dann lösche ich mal alles und dann bin ich zurück und dann bauen wir einen kleinen Park. Ich habe jetzt die Welt komplett gelöscht und wir fangen an, sie jetzt mal hübsch zu dekorieren. Das Erste, was wir hier gleich machen, ist mal eine Lampe hinstellen, weil ich finde die als Dekoration eigentlich immer ziemlich schön. Und dann fangen wir gleich mal an mit einem kleinen Shop hier. Ich dachte mir, warte kurz, ich gehe mal ein bisschen weiter zur Seite, damit man die Lampe besser sieht. So. Ich dachte mir, wir machen hier einen kleinen so Ice Cream Shop, wo die Leute dann Eis kaufen können. Und hier machen wir den großen Shop, wo die Leute dann Kaffee oder so kaufen können. Ich weiß noch nicht genau. Hier mache ich den Getränke-Shop, weil wir haben ja voll die schönen Desserts und natürlich wollen wir die alle komplett ausnutzen. Dann braucht er noch eine Kasse und ein Kartenlesegerät. Hier am Zaun haben schon mal Kinder ihre Fahrräder abgestellt. So. Und der bekommt auch noch zwei Lichter hier oben drauf. Dann gibt es hier noch so eine schöne Blume im Hintergrund. Dasselbe machen wir auch gleich. Ja? Kommen wir ein bisschen weiter nach vorne. Machen wir auch gleich hier. Dasselbe machen wir auch da. Okay, ich gebe den Baden doch woanders hin, weil ich dachte mir, hier können wir diese süßen Bänke hinmachen. Diese, genau die hier. Die finde ich eigentlich ganz, ganz cute. So, und du kommst da nochmal daher. So, dann geben wir hier mal die Statue hin und drunter einen kleinen Springbrunnen. So. Ja. Hier machen wir noch den Baum. Ja, das schaut viel besser aus. Und auch hier machen wir nochmal die hübsche Blume hin. Na, dann dekorieren wir mal dieses süße kleine Kaffeechen. Da habe ich mir nämlich auch überlegt, dass wir eigentlich hier komplett alles mit so Essenssachen dekorieren können. Wir nehmen einfach von jedem zwei. Was für ein süßer kleiner Bagel. Aber ist der Bagel leer? Kann man den eigentlich füllen? Vielleicht mit so... Mit Fisch? Mit Fisch! Mit Tomaten geht es. Also wir haben Lachs und mit Tomaten und diese Mini-Dinger, was auch immer das ist. Dann haben wir die wunderschönen... Also die geben wir hier oben hin. Dann haben wir diese wunderschönen Makarons. Dann diese Roulade. Wie schaut die eigentlich aus, wenn man sie klein macht? Oh, das finde ich sogar besser wie die ganze Roulade. So klitzekleine. Dann das hier. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Wir nehmen aber noch ein paar andere Desserts noch dazu, damit es einfach mehr ausschaut. So. Geben wir die alten auch dazu. Das ist eh auch schön, oder? Das und das. Das und das. Und diese riesigen Teile. Ah, die auch noch, weil die so süß sind. Die gebe ich einfach da dazwischen. Oder geben wir Schokolade weg und geben die stattdessen hin. So. Ach so, da stand eh schon. Okay, okay, okay. Dann machen wir hier noch so einen Menüstand hin, damit die Leute wissen, was sie kaufen können. Und dann hängen wir das hier auf, weil ich das schöner finde, wie was sie auch immer da haben. Sehr gut. Finde ich eigentlich ganz schön.
Das Einzige, ich glaube, ich werde die da hingeben, weil die so groß sind. Und die darunter. So, lala. Dann haben wir den kleinen Shop auch schon mal gemacht. Aber davor können wir ein paar kleine Stühle und Tische hingeben. Und zwar nehmen wir die gelben, die jetzt neu dazugekommen sind. Ich sage, wir machen 3 Stück. Und nehmen wir die Stühle, die blauen dazu. Einmal blau, einmal die gelben. Ich hätte es cool gefunden, wenn sie auch blaue Tische genommen hätten. Dann hätte man das so abwechseln können. Das hätte sich ja auch cool ausgeschaut. Dann haben wir hier mal einen Springbrunnen. Den können wir eigentlich hier lassen. Der ist eigentlich ganz schön so. Aber was wir brauchen, ist ein... Wo ist der? Hier. Ein Zaun. Einen schönen Zaun. Einfach nur das... Ich will alles verwenden, was zu diesem Update dazugekommen ist. Und auch hier kann man so ein paar schöne Dekoblumen geben. So hier und da. Und neben dem noch so ein bisschen. Und da noch so was Rosanes. Sehr gut. Oh, weißt du, was ich auch gleich machen kann? Das hier. Ich finde das urschön. Und auch hier kommen dann, wo sind die Lampen? Hier. Die daher. Mhm. Oh, hübsch. Und hier machen sie dann ein Picknick. Da werden sie dann einen schönen Picknick gemeinsam machen. Und das tausche ich, weil ich hier auch Lampen aufhängen kann, die schön sind. So, einmal den da und einmal den da. Und hier werde ich diese schöne Weide hinmachen. Die finde ich nämlich urschön. Und daneben gehört auch noch ein Baum. Und dann nehme ich wieder den rosanen, weil der ist einfach der schönste Baum. So, weil schau mal, es fallen die Blätter runter. Urschön, urschön. Gut, was mache ich jetzt? Das könnte man wirklich so auch machen, damit wir unten ein bisschen mehr Platz haben. Gut, wir können jetzt eigentlich von hier einen Weg bahnen. Also von hier nach da. Doch da können wir ein paar Blumen zur Dekoration dazu machen. Da noch ein paar Blumen und hier ein lilanes. Und hier noch so ein gelbes und wieder ein lilanes hier. Und da noch so ein kleines gelbes und ein bisschen, wie heißt das, Unkraut. Machen wir da auch noch eine. Ja, urschön. Hier könnten wir aber auch noch, die haben sicher irgendwo noch so schöne Deko, die ich verwenden kann. Ah, perfekt. Eine Parkbank. Mhm, urschön. Gefällt mir richtig gut. Hier hat jemand seine Zeitung gelesen. Dann liegt da einfach mal so random, was das mache ich eigentlich hier. Dann liegt da einfach mal so random ein Frisbee. Wie heißt das? Mir fällt das Teil immer noch nicht ein. Ich habe mein Gehirn. Was ist los mit mir? Wie heißt dieses Teil? Ich sag's euch, mein Gehirn. Oh, ein Mistkübel ist wichtig, weil wir wissen ja, wir in dieser Welt machen sehr viel Müll. Und es ist super, wenn wir es nicht auf den Boden werfen, sondern dort, wo es hingehört, in einem Mistkübel. Wenn wir schon so viel Müll machen, dann sollten wir es nicht einfach auf den Boden werfen, oder? Hier können wir noch einen kleinen Springbrunnen machen. Aber was machen wir hier? Das ist jetzt meine Frage. Die Qual der Wahl haben wir jetzt. So, ja, das ist schön. Da macht jemand einen Antrag. Soll der Luca der Lina einen Heiratsantrag machen? Nein, das ist noch ein bisschen zu früh, glaube ich. Aber ein Picknick werden sie haben. Und jetzt werde ich ihnen das schöne Picknick dekorieren. Dafür brauchen wir mal im Hintergrund. Nehmen wir mal diese Steine, einfach so, weil hier Steine sind und ich will mehr davon sehen. Dann wieder den schönen rosa Baum, einmal da. Und einmal hier seitlich, so ein bisschen mehr ins Bild gehend. Dann vielleicht einmal noch lila im Hintergrund, so einfach, dass ein bisschen ein dunkler Baum auch zu sehen ist. Dann auch hier ein paar Rosen als Dekoration. Auch die Büsche, die wunderschön sind. Noch mehr Blumen. Glaubt ihr, mag ich Blumen? Glaubt ihr, finde ich Blumen schön? Gut, und hier werden wir auch ein paar Lampen aufhängen. Und zwar, weil wir es können. Da hat er ihr einen Liebesbrief geschrieben. Den wird er ihr dann geben. Und weil es ein Picknick ist, hat er natürlich auch Essen vorbereitet. Wo ist das Essen? Nochmal hier. Nehmen wir die ganzen schönen Sachen, aber nicht einfach auf dem Boden, sondern er hat was hergerichtet, wo das Ganze dann oben sein wird. Einmal das hier und das hier für die Getränke. So, was nehmen wir alles? Also ich würde sagen, wir nehmen mal alles, was irgendwie an süßen, schönen Süßigkeiten sind.
Da finde ich wieder die einzelnen Rouladen besser. Bagel braucht er nicht, das ist nicht schön. Dann die Getränke, nehmen wir einfach diese neuen Getränke. Einmal grün, na, das Grün ist nicht so schön am Tisch. Einmal das und einmal das. Nein, die sind sogar besser. Ich nehme nicht die neuen, sondern die. Als Getränke nehmen wir die Erdbeershakes. Die schauen nämlich am coolsten aus. So, hier geben wir die Süßigkeiten hin. Ja, hier kommen die Shakes hin, die Getränke. Da gibt es dann noch eine kleine Torte. Wir tun das aber die Reihenfolge ändern, so hier am Rand. Da ist der Liebesbrief. So, den wird er hier verstecken und ihr dann geben. Und ich glaube, das war's auch schon. Ich glaube, mehr haben wir erstens mal nicht. Und ich glaube, die Welt ist jetzt voll genug. Gut, das ist mal die Welt. Wir gehen mal so, ich gehe mal so mit euch jetzt einfach und chillig durch. Es fängt hier an beim Shop. Dann ist hier das Tor. Hier kann man sitzen. Dann kommt man dahin. Hier ist der eine Shop, wo Leute im Garten sitzen werden. Hier ist ein schöner Springbrunnen. Eine Gartenbank. Wie heißt das? So eine. Ich habe vergessen, wie das heißt. Ich sage mein Gehirn heute. Dann haben wir hier die Brücke. Und hier ist dann das Picknick. Gut. Und jetzt werde ich mal. Jetzt werde ich die Episode spielen. Eine kurze Episode, wo sie auf ein süßes Date gehen und dann, wo er sie fragt, ob sie Freund und Freundin werden wollen. Wow, Lina, deine neue Frisur gefällt mir richtig toll. Der Zopf mit der Masche steht dir wirklich gut. Danke, ich dachte, für heute werde ich mal was anderes machen. Hey, na hallo, Lina, du auch hier? Ich kaufe mir gerade einen Saft. Oh, was für ein Zufall, du bist auch hier, Chris. Hallo. Ja, dieser Park ist echt beliebt bei unseren Mitschülern. Ja, aber wirklich. Na gut, schauen wir mal weiter. Ja, okay, Luca. Vorsicht, ich lasse einen Drachen steigen. Oh, wow, wie cool. Oh, was gibt es denn hier? Oh, hallo, Lina, Luca. Nanu, ist das nicht Candy und Luisa? Hey, wie geht es euch? Ganz gut, wir wollten ja den neuen Park besuchen. Ja, ich war auch noch nie bei diesem Park. Ach, übrigens, Luca will mich heute etwas ganz Wichtiges fragen, aber ich weiß nicht, was es ist. Oh, wir wissen ganz genau, was er dich fragen will. Okay, komm, Lina, gehen wir. Luisa, hört auf. Oh, schau mal hier. Dieser Park ist wirklich wunderschön. Ja, das finde ich auch. Hey, schau mal. Oh, was ist? Lina, schau mal. Hier wird jemanden einen Heiratsantrag gemacht. Was? Ein Heiratsantrag? Oh, du hast recht. Und wir sind live dabei. Oh, Schatzi, Berli, Mausi, ich hätte das nie gedacht. Oh, Schnucki, Bucki, Berli, Haki, Kaki, bitte heirate mich. Ich liebe dich. Oh, Schnacki, Kaki, ja, natürlich. Oh, das freut mich, Hupsel, Pupsel. Ich liebe dich, Schnicki, Bicki. Herzlichen Glückwunsch euch zwei. Ich habe ein Video gemacht, das muss ich unbedingt Toka Toast auf Instagram schicken. Oh ja, ich liebe Toka Toast. Helena, ich habe eine kleine Überraschung vorbereitet, okay? Okay. Und dafür will ich, dass du deine Augen zumachst. Okay, mache ich. Oh, Vorsicht. Und jetzt hinsetzen. Überraschung, ich habe uns ein kleines Picknick vorbereitet. Du hast ein schönes Picknick vorbereitet? Wie romantisch. Ach, das ist gar nichts Besonderes. Hör auf, das hast du wirklich toll gemacht. Danke, die Überraschung ist wirklich gelungen. Ja, das ist noch nicht alles. Schau mal, hier, ich habe dir einen Brief geschrieben. Und da drinnen steht eine Frage. Bitte, beantworte sie mir. Okay, liebe Lina, wir kennen uns jetzt schon seit ein paar Wochen. Und ich wollte dich fragen, ob du meine Freundin werden willst? Nun ja, wir kennen uns jetzt schon seit ein paar Monaten und wir sind regelmäßig auf Dates gegangen. Und ich wollte es einfach offiziell wissen. Oh, Luca, natürlich will ich deine Freundin werden. Oh, Lina. Oh, Luca. Du hast dir so viel Mühe gegeben. Das ist wirklich, wirklich schön. Ja, mir fällt jetzt auch richtig ein Stein vom Herzen. Wie wär's? Sollen wir jetzt mal was anfangen zu essen? Oh, die Shakes schauen richtig lecker aus. Auf uns! Oh, ich liebe Erdbeershakes. Oh, lecker. Wow. Wirklich gut. Oh, die Desserts schauen richtig lecker aus. Na komm, dann hau rein, greif zu. Okay, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Lecker. Oh, Lina, du hast ja alle Süßigkeiten auf einmal gegessen. Oh, sorry, du hast gesagt, ich soll richtig reinhauen. Und ich liebe diese Süßigkeiten. Aber schau, hier ist noch eins übrig. Nein, 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 das darfst du auch haben. Wie ich sehe, hast du wirklich Hunger gehabt. Oh, das ist wirklich nett von dir. Die waren wirklich lecker. Also wirklich, danke. Na, das ist nicht mal ein gelungenes Date.
Und das war's auch schon mit dem Video. Wie gefällt euch das Update? Ich muss ehrlich sagen, am Anfang war ich mir nicht so sicher, aber jetzt muss ich sagen, das Update ist wirklich gut. Und für die Leute, die sich wundern, warum Luca und ich auf einmal ein Paar sind, obwohl wir noch nicht auf ein richtiges Date waren, das Date-Video kommt noch. Aber ich wollte für die Leute, weil ich habe viele Nachrichten bekommen, dass die Leute gesagt haben, ich soll das neue Update herzeigen, dachte ich, ich filme schnell ein Video, wo ich euch das zeige. Und dann fand ich die Idee mit dem Date, wo sie jetzt gehen und er sie um die Hand fragt, ob sie halt wirklich Freund und Freundin werden wollen, fand ich eigentlich ganz süß. Deswegen dachte ich, das kann man vielleicht irgendwie so zusammen machen. Ja, also wenn euch das Video gefallen hat, bitte gebt dem Video einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Das hilft uns nämlich wirklich weiter. Und wie immer bedanke ich mich bei netten Zuschauern, die liebe Kommentare schreiben. So wie zum Beispiel: Danke Nadara Dovovic, Sophia, Juliane. Vielen lieben Dank, dass ihr immer nette Kommentare schreibt. Das nächste Dankeschön geht an meine Kanalmitglieder. Danke Pascal, Matthias, Susu, Katrin, Toka Winter, Jessie und Valbella. Vielen lieben Dank, dass ihr Kanalmitglieder seid und meinen Kanal damit unterstützt. Und wenn ihr auch mal in einem Video gegrüßt werden wollt, dann schreibt einfach einen netten Kommentar oder werdet Kanalmitglied und mit etwas Glück kommt ihr in mein nächstes Video. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe.